Moin Moin und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der Tops TV. Heute möchte ich euch ein Unboxing präsentieren und zwar ein Monitor. Es ist der Asus ROG Strix XG27U. Und zwar, das Besondere an ihm, er ist ein 4K DSC Gaming Monitor. Er kann 4K Ultra HD, yay, mit 144 Hertz. Hat einen IPS-Monitor und HDR400. Wenn das nichts ist, da wollen wir ja gleich mal nachschauen und direkt auspacken. Er ist gerade angekommen und deswegen bin ich sehr gespannt auf diesen Monitor. Schneid mal vorsichtig auf, damit wir nichts kaputt machen. Wäre schade drum. So, die Lasche daraus. Na komm schon. Da ist er noch geklebt. Okay, haben wir. Kein Problem. So, da haben wir dann erstmal das Messer zur Seite legen. Wir wollen uns ja nicht verletzen. Und dann machen wir mal langsam auf. Was haben wir denn hier? Steht denn da drauf? Der Fuß kommt. Klick, klick, klick. Und das kommt dann. Ah, okay. Oh, ist noch verpackt. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, wo ist oben und wo ist unten. Da können wir das gute Stück rausziehen. Nur nicht mit Gewalt, deswegen machen wir das mal langsam. So. Schieben wir das da mal hin, dass wir den Platz auf dem Tisch haben. Ah, komm schon. Da fällt uns schon einiges entgegen. Vorsichtig hin, dann legen wir das mal vernünftig hin, weil das war ja jetzt nur provisorisch. Ups, langsam. So. Da fällt uns schon was weg, aber gerettet. Dann schauen wir uns mal das Papiergedönse an. Und zwar, okay, Schritt 1. Schritt 1 sagt uns, wie der Fuß zusammengebaut werden soll. Schritt 2 zeigt uns sozusagen den Anschlussplan an und das Wechseln des Fußes. Wegen Beleuchtung, ich mache mal ein Stück Papier dahinter. Da zeigt er uns an, so. Da zeigt er uns an, wie der eingeschaltet wird. Naja, und ein paar Funktionen. Okay. Dann als nächstes VIP Member Notice. So, kann man noch ein bisschen gleich schräg wegen dem Licht. Und dann haben wir hier noch eine. Ein. Da. Kann man es besser sehen. Color, Calibration, Testing Report. Okay. Hört sich auch gut an. Und dann als nächstes haben wir die Fußstücke. Ich packe sie mal vorsichtig aus, damit ich sie mal zeigen kann. So, das war's. Ne, das noch. Da ist noch eine mehr drin. Na, komm schon. Da. Okay. Da haben wir, falls man es sieht, da haben wir einen Fingerteil, einmal eine durchsichtige Scheibe für den Fuß wegen dem LED. Ich glaube, die kann man irgendwie ein Muster selber machen und dann
kann man sich sein Logo oder irgendwas auf dem Boden zeigen lassen. Dann haben wir noch ein rechteckiges oder ja, Sechseck-Logo von Rock für die Bodenprojektion. Und die Boden. Siehst du, da geht's schon los. Da geht's schon los! Aber zum Glück habe ich einen weichen Boden. Da ist nämlich die nächste Platte. Oh, wo ist das seitliche Stück? Da. Da ist die nächste. Und schon. Da ist der Schlitz. So. Muss das klick und eingerastet. Da hat man das runde Logo, um den Boden zu projizieren. Dann haben wir da ein ganz normales Stromkabel. Ich denke mal zum Netzteil hin. Da haben wir ein HDMI-Kabel. Also das Rock. Hier haben wir einen, keine Ahnung was das ist, aber einmal USB und die andere Seite, ich weiß nicht was das ist, Thunderbolt, keine Ahnung. Habe ich noch nie was mit zu tun gehabt. Dann haben wir ein DisplayPort-Kabel. Das Jute Asus ROG Netzteil. Auch schick. Und dann machen wir mal vorsichtig die Lasche hier auf. So, geht das. Ohne kaputt zu machen. Sorry für den Krach, aber es ist nun mal so. Dann haben wir einmal den Fußständer. Den packen wir jetzt erstmal aus. Da einmal abziehen, abziehen, abziehen. So. Schön aus Metall. Nicht schlecht. Die anderen waren ja mehr Kunststoff, die ich hatte. Schön, schön. Stellen wir auch erstmal zur Seite. Das werden wir nachher zusammenbauen irgendwie. Dann haben wir eine Kabelabdeckung, damit wir hinten die, wie schon der Name sagt, die Kabel abdecken können. So, das war das, was hier oberhalb drin lag. Nehmen wir mal vorsichtig den Karton darunter, Styroporteil darunter. Und legen den in den Karton so rein. So. Dann haben wir als nächstes den Fuß. Oh, das war schon dran. Okay. So rum. Wir drehen mal. Unten können wir drehen. Ja. Sehr schön. Dann können wir den Fuß wenigstens montieren, ohne das Display zu zerkratzen. So. Da haben wir das untere Stück. Da schauen wir einmal, wie das gesteckt wird. Einmal so rum. Und einer wird geschraubt, glaube ich. Ja. Dafür muss ich einen Schlitzschraubenzieher haben. So, muss der eingerastet werden? Nein, alles klar. Na, schrauben wir mal fest. Ich hole mal eben einen Schraubenzieher, eine Sekunde.
Wir haben ja alles da. Muss nur geholt werden. Da bin ich auch schon wieder. So. Schraubenzieher. So, Fuß ist fest. Dann können wir mal gucken, ob wir den Monitor da vorsichtig rauskriegen. So, hier ist nichts mehr drin. Und stellen ihn mal hin. Dann können wir ihn mal von unten angucken. So, da ist das gute Stück. Ich liebe diesen Neugeruch. Wer liebt ihn nicht? So, da haben wir das Rock-Logo abgedeckt. Schön in Chrom. Kann man das erkennen? Wie das glänzt? Herrlich. Hier oben noch. Das müsste der Teil gewesen sein. So, hier unten haben wir die Kabelanschlüsse. Dann drehen wir das gute Stück mal um. Ne, so nicht. Dann packen wir den ordentlich an. Da haben wir auch noch einen Aufkleber. So. Da haben wir das gute Stück. So, Asus, was hat er? A, Mittel, Gelb, B, okay, Energy. 62 Kilowattstunden, okay, das gilt wohl fürs Jahr. 42 Watt, ja, 68,4 cm sind halt 27 Zoll. Ein 2020er Monitor, also nagelneu. Das ist doch schick. Dann ziehen wir das nächste Gelöt ab. Ne, so nicht. Gucken wir mal, drehen wir mal zur Seite. Da, da klebt er fest. Ja, komm schon. Perfekt. Da ist er. Einmal noch zum Vorzeigen, bisschen Platz machen, den Müll weg. So, schön scharf. Also, der Asus ROG Strix XG27UQ 4K HD. Schön. 144 Hz Rapid Refresh Rate. Auch schön. Ein DSC. Das heißt genau Display Stream Compression. IPS-Monitor, 1 Millisekunden MPLT, Trace-Free, 90% Abdeckung, HDR 400 und Asus Aurasync kompatibel. Schön, schön, dann werde ich ihn gleich mal anschließen und dann gucken wir mal an, wie er aussieht, wenn er läuft, denn dafür sind wir alle gespannt. Dann schließe ich mal an und sage bis gleich. So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder. Ich habe den Monitor angeschlossen und es klappt, der läuft auf 144 Hz in 4K oder beziehungsweise 144, auf 8-Bit Farbtiefe RGB und im SDR-Modus. HDR-Modus noch nicht aktiv. Das werde ich demnächst noch bei Konsolen ausprobieren. Ansonsten hat er mir eigentlich gut gefallen. Was heißt gut? Sehr gut sogar. Ich kann mal die Xbox anschalten. Und gleich mal umschalten auf den Xbox-Kanal. Das sollte eigentlich machbar sein. Schieben wir mal zur Seite,
gehen zum Joystick. Und dann auf Eingangswahl müsste HDMI 1 oder HDMI 2, weiß ich jetzt gerade nicht. Da ist er ja. Sehr schön. In 60 Hertz, was die Xbox kann. Dann im Gaming. Refreshrate habe ich jetzt mal angemacht. FPS-Modus, da können wir noch wieder rausgehen. HDR müssen wir noch einrichten hier. Weil es ist noch kein Spiel mit HDR an. Aber es klappt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt auch Bock auf den Monitor. Dann holt ihn euch. Er ist sehr zu empfehlen. Er ist verdammt fix. Verdammt geile Farben, auch wenn es hier jetzt auf dem Handy nicht ganz so rüberkommt. Aber der Monitor gefällt mir wirklich sehr, sehr geil. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Kommentar, ein Like auf jeden Fall. Das wäre ultra geil von euch. Und schaut wieder rein in meinen anderen Formaten oder auch bei deinem Mann, meinem Gaming, da habe ich eine Bibliothek mit mehreren 100 Spielen oder noch sind es 135, aber es wird auf 1000 erhöht. Deswegen bleibt dran, folgt mir einfach, egal wie, würde mich freuen. Dankeschön fürs Zusehen, bis bald, bye bye.